Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Ich heiße Max und Alvin und ich nehmen euch mit bei unserem Spaziergang hier durch einen wunderschönen, lichtdurchfluteten Leipziger Park. Heute am Donnerstag, am Eröffnungstag der Buchmesse. Ich bin noch nicht da, natürlich, wie ihr sehen könnt. Ich weiß auch nicht genau, wann ich es schaffe. Das Wochenende ist leider relativ vollgepackt, schon ohne die Buchmesse. Am Samstag bin ich zum Beispiel bei meiner Klasse eingeladen. Die feiert Jugendweihe und das ist in Sachsen hier wirklich so ein ganz großer Feiertag für die Kids. So ungefähr wie die Konfirmation. Oder es ist genau das, ja, noch altsozialistische Äquivalent dazu. Und natürlich werde ich dann dorthin gehen, das ist ja klar. Wenn mir eine solche Ehre eben auch zuteil wird, dann beteilige ich mich. Vielleicht schaffe ich es also am Sonntag, das ist gerade so das große Ziel, dass Alvin und ich am Sonntag entlang schnorcheln und eben zur Buchmesse kuscheln, fahren, wie auch immer. Mal gucken. Ja, heute gibt es einen kleinen Vlog. Ich weiß nicht, was ein Vlog ist. Für mich ist es ehrlich gesagt einfach nur die Berechtigung, über alles so lange reden zu können, wie ich gerade will. Ich lasse Themen fallen, ich nehme sie auf, ja, ohne dass ich das analysieren oder erklären müsste. Und da hinten startet gerade ein Heißluftballon. Alter Schwede, ich höre die ganze Zeit schon Geräusche aus der Ecke und denke mir, was wird dort getan, was machen die? Ich dachte ehrlich gesagt an irgend so ein Techno-Festival, weil es ähnlich klingt. Aber es ist ein Ballon. Der startet jetzt gerade. Okay, Alvin und ich gehen mal in die Richtung und fragen, können wir mitfahren? Können wir da mitfahren? Dann sind sie erstmal wahrscheinlich wahnsinnig beeindruckt, dass wir wissen, dass es fahren heißt und nicht fliegen. Aber das ist wahrscheinlich ein Klassiker. Na gut, fangen wir an. Es gibt eine junge Frau, sie war früher auch YouTuberin oder ist das immer noch, aber hat seit längerer Zeit kein Video mehr hochgeladen. Und sie... Oh, jetzt steigt er. Warte, ich zeige es euch. Wuhu! Yay! Ja, sie hat ein Buch geschrieben. Das heißt, weiß ich nicht, muss man das lesen, glaube ich. Es geht um einen neuen Kanon, den sie möglichst erstellen möchte. Und... ich bin darauf jetzt aufmerksam geworden, auch durch Goodreads, durch einige Rezensionen. Ich habe das Buch selber nicht gelesen und ich werde es mir auch nicht kaufen. Es interessiert mich dann doch inhaltlich nicht so sehr, weil sie wohl die Werke auch nicht analysiert, sondern vielleicht eher so in so einer allgemeinen Manier halt davon schreibt, dass man mal neue Kategorien bräuchte. Der Kanon soll, ihr könnt es euch ja denken, weiblicher werden, er soll schwärzer werden, queerer, behinderter, also allgemein einfach diversifizierter. Er soll die Vielfalt natürlich auch des Lebens darstellen. Und das ist ein politischer Ansatz, den ich begrüße, den ich aber auch von Anfang an skeptisch betrachte, weil er natürlich gänzlich von der Qualität der Literatur absieht. Und er sagt, es solle ja halt identitätspolitische Kategorien innerhalb eines Kanons geben. Und das ist, wie wir alle offenbar erkennen, offenbar, ist eine Mischung aus offenbar und hoffentlich, Sachsenmilch so schmeckt zu Hause. Ja, kenne ich nicht. So, wartet, hier, Gratiswerbung für dich, liebes Unternehmen. Wo bist du denn? Wo bist du denn, Ballon? Hallo? Ist es vielleicht eine Fata Morgana, die nur ich wahrnehmen kann? Ah, da ist er. Interessanterweise bezieht sie sich auf ein Buch, das ich auch gelesen habe, nämlich von Gabriele Reuter, Aus guter Familie. Aus guter Familie habe ich vor 3 Jahren auf dem Kanal rezensiert. Was mich jetzt zu der Idee gebracht hat, dass Reichel für ihre Recherche vielleicht auch mein Video gesehen hat. Es würde mich zumindest nicht wundern, denn es gibt nicht allzu viele Rezensionen zu diesem unbekannten deutschen Klassiker, wenn wir es mal so nennen wollen, wenn wir uns bei einem Klassiker nur auf die Zeit konzentrieren. Ich mochte das Buch von Reuter. Es ist allerdings weit weniger subtil als die Ephebris von Theodor Fontane. Und Reichel sagt interessanterweise auch, was ich auch gesagt habe, also ich habe es nicht so formuliert, aber ich habe eine Parallelität und Ähnlichkeit eben auch hergestellt. Sie sagt, man solle doch bitte die Ephebris mal vom Kanon schmeißen, ja, und stattdessen eben Aus guter Familie draufsetzen. Und das passt einfach für mich nicht. Das Buch von Gabriele Reuter ist ganz klar politisch motiviert. Es geht hier natürlich um die Veränderung einer sexistischen Gesellschaft. Ja? Also sie hat ein feministisches Anliegen. Und als das konnte ich dieses Buch auch genießen, auch weil sie sich auf Nietzsche bezieht, auch weil sie einfach sehr starke Bilder für die Ohnmacht dieser jungen Frau findet, die von ihrem Vater sogar am Lesen behindert wird. Also das waren einfach sehr kräftige und wütend machende Bilder. Aber es hat für mich nicht die Subtilität von Theodor Fontane, es hat nicht die Sprachgewalt, es hat für mich persönlich einfach nicht die Befähigung, diesen großen Kontext aufzumachen und eben mit Andeutungen zu spielen, subtil etwas zu kritisieren, was man auf der oberflächlichen Ebene eigentlich nur darstellt.
Ja, also da ist für mich Theodor Fontane einfach nochmal eine andere Kategorie. Und daher halte ich es für gefährlich, hier die literarischen Qualitäten eben letztlich zu unterdrücken zugunsten von identitätspolitischen Erwägungen. Ja, ohne dass ich da jetzt auch in so ein zeitkritisches Muster fallen möchte, denn ihr kennt natürlich auch die Zeitkritiker vor dem Herrn, die letztlich einfach nur das Alte immer verteidigen gegen das Neue, weil das Neue angeblich immer so schlecht sei. Da stimme ich überhaupt nicht zu. Also ich mag neue Literatur sehr häufig sehr. Natürlich gibt es auch sehr schlechte Gegenwartsliteratur. Das liegt ja einfach daran, dass dieser Vorgang des Aussortierens oder des Bewertens etwas ist, was wir selber übernehmen. Ja, also das schärft doch unsere Sinne, wenn wir uns halt nicht nur auf die klassische Literatur beziehen. Aber ich hoffe, ihr habt mittlerweile auch festgestellt, dass es auf meinem Kanal manchmal durchaus unbekanntere Perlen gibt. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich mich nur mit Avantgarde-Literatur herumschlage, das wäre auch nicht richtig. Aber ich habe zum Beispiel auch Helene Böhlau bei mir rezensiert. Auch eine Autorin, die um 1900 geschrieben hat und von der ich sonst noch nie gehört hatte. Oder Ilse Frappan. Genau dasselbe habe ich besprochen, auch 1900 etwa. Hedwig Dohm, ja, habe ich im Studium auch mal kennengelernt. Oder Fanny Lewald, ebenso, eine heute unbekannte Schriftstellerin, die ich auch schon gelesen habe. Oder E. Marlitt, von der ich zumindest im Studium auch mal etwas gehört habe, die ich noch nicht gelesen habe. Eine wahnsinnig populäre Unterhaltungsschriftstellerin des 19. Jahrhunderts. Also ich glaube, man hätte, wenn man jetzt Reichel helfen möchte, wenig Probleme damit, sehr viele weibliche Schriftsteller zu finden. Eben, sagen wir mal, altersklassische Werke, also die sehr alt sind, um die auf die Liste zu heben. Das Problem ist nur, die haben nicht die Qualität. Also das kann ich definitiv sagen für die Bücher, die ich gelesen habe. Ja? Also Ilse Frappan und Helene Böhlau schreiben auch politisch interessant, weil sie einen Blick zulassen auf die Zeit, ja, weil sie gerade eine feministische Perspektive einnehmen und die Strukturen natürlich offenlegen in der Ehe, im freien Künstlertum, was durften Frauen damals, was durften sie nicht, in Bezug auf Nietzsche an der Universität. Das ist natürlich als Zeitdokument sehr interessant, aber es hat literarisch nicht die Qualität eines Thomas Mann oder eines Theodor Fontane oder einer Hertha Müller. Aber die hat natürlich so viel später geschrieben, dass die vielleicht nicht mehr als kanonisch gelten kann. Ja? Und das ist ja die große Suche. Also, um das jetzt abzukürzen, und ich könnte auch noch weitere Autoren nennen. Ich habe mir wirklich jetzt auch noch einige im Vorfeld angeschaut. Ich will nur sagen, ich finde diese Versuche einer identitätspolitischen Streuung der Literatur wirklich löblich, weil sie wahrscheinlich neues Publikum anziehen könnte, weil sie jüngere Leser davon überzeugen könnte, dass es in der Literatur eine Vielfalt zu entdecken gibt. Definitiv. Aber das ändert ja nichts an der mediokren literarischen Qualität der meisten dieser Bücher. Von dem her, ich weiß nicht, ob ihr das Buch von Reichel gelesen habt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja. Aber mir ist auch wichtig, ich will nicht in dieses Horn derer blasen, die eben die Gegenwartsliteratur ablehnen, weil ihr blasierter Snobismus sie dazu verleitet, die klassische Literatur einfach als Distinktionsperle so im eigenen Hälschen vor sich herzutragen, um anderen zu zeigen, euch. Ja, ich bin degoutiert von allem, was nicht ganz alt ist. Das ist Quatsch. Das ist einfach Unsinn in meinen Augen. Und ist für mich auch kein Zeichen, sagen wir, von wirklicher glühender Literaturbegeisterung. Denn die besteht für mich ehrlich schon auch darin, sich auf Neues einzulassen. Und von dem her, ich mache auch weiter. Also ich werde mir auch weiterhin unbekannte Autorinnen von vor 100 oder 200 Jahren anschauen und durchlesen. Und wenn ich dann Bücher finde, die ich gut finde, wie zum Beispiel Aus guter Familie, dann werde ich euch das sagen, freilich. Aber bis es soweit ist, bleibt Theodor Fontane bitte mit seiner Effi Briest auf dem Kanon. So, was besprechen wir jetzt? Ein anderes Thema bezieht sich natürlich auf die Vielfalt der Bücher, die ich gerade lese. Das hatte ich euch schon gesagt, dass ich im Moment wirklich eigentlich bin ein Müllschlucker sozusagen, wenn es nicht so negative Konnotationen hätte. Oder ein Mähdrescher des Lesens, also in rauen Mengen stopfe ich es hinein. Die Schattenseite ist dann natürlich, dass ich mit dem Rezensieren nicht hinterherkomme und auch mit dem persönlichen Rezensieren. Also jetzt nicht nur auf YouTube, sondern auch mit dem Durchdenken, mit dem Bearbeiten. Es gibt jetzt einzelne Werke, zum Beispiel auch Morrison, Toni Morrison, was ich fantastisch fand, was ich so großartig fand. Also ihren Debütroman habe ich ja gelesen, Sehr blaue Augen.
Aber dieses Buch habe ich noch gar nicht ausreichend bearbeitet für mich, weil ich dann einfach sofort Lust hatte, etwas Neues zu nehmen. Die Bearbeitung, so die gedankliche Durchdringung oder der Versuch der Durchdringung, findet ja auch parallel dazu statt, während ich was Neues lese. Aber ja, diese Ad-hoc-Behelfstheorie, die täuscht natürlich nicht darüber hinweg, dass die Behandlung dann nicht ganz so intensiv und fruchtbar ist. Ja, wie wenn ich mich jetzt einen Tag lang mal hinsetzen würde, um mir Zettel zu schreiben, um wirklich die Motive noch im Buch zu suchen und so weiter und so fort und halt auch bei YouTube dann sofort darüber zu sprechen. Weil das im Moment fehlt, habe ich auch den leichten Eindruck von Fahrlässigkeit in Bezug auf die Größe dieser Literatur. Also, dass ich ihr nicht so richtig gerecht werde und dass ich sie auch etwas vernachlässige. So. Ich bin ein Rabenvater in Bezug auf die Bücher, was natürlich auch daran liegt, dass ich kein Rabenvater in Bezug auf Alvin bin und auf gar keinen Fall sein möchte. Das heißt, jederzeit, die ich halt irgendwie erübrigen kann und die mir zugestanden wird, freilich auch von der Mama, die verbringe ich mit Alvin. Und wenn ich dann halt zu Hause bin, dann will ich irgendwie gerade lesen und nicht so sehr rezensieren und analysieren. Ich weiß nicht, ob ihr auch mal solche Phasen hattet, in denen ihr eher sehr viel lesen wolltet und wo euch das Überlegen, das Durchdringen gar nicht so wichtig war, weil ihr einfach so einen Jipper, so einen Heißhunger hattet, so eine Wollust empfunden habt in Bezug auf die Bücher. So ist es bei mir gerade. Übrigens war ich gestern wieder in der Vätergruppe hier in Labs und dort war jetzt ich mal dran mit meinem Fall. Es ist dort ungefähr so geregelt, dass jeder Vater in einer Sitzung eben seinen Fall sozusagen besprechen kann, also aufrollen kann, individuell erklären kann, wie die Familienverhältnisse geregelt sind und dann stellen die anderen Väter und die zwei Familientherapeuten eben Fragen, ja, um nochmal genauer herauszubekommen, wie das gemeint ist, denn natürlich neigt auch jeder Mensch dazu, so ein eigenes Vokabular für Erfahrungen anzuwenden und für mich ist es dann manchmal sehr, sehr wichtig, erstmal zu hinterfragen, was das eigentlich bedeutet und das geht anderen natürlich auch so, genau. Und nach dieser offenen Fragerunde wird man dann gebeten, sich im Raum, aber zu einer Mauer, zu einer Wand zu positionieren, sodass man nicht mehr beteiligt ist an der Diskussion. Das ist ein interessanter Effekt, denn du hörst ganz viel. Also sie reden jetzt über dich und versuchen eben auf eine zuvor eingangs gestellte Frage zu antworten. Und bei mir war das natürlich die denkbar wichtigste, aber auch unklarste Frage, nämlich, was muss ich machen, damit mein Sohn, wenn er ein erwachsener Mensch ist, sagt, mein Vater ist ein toller Typ. Und war das auch immer. So, das ist einfach meine Frage. Also, was muss ich bedenken? Welche Kämpfe muss ich annehmen? Über welche muss ich hinweggehen? Wann muss ich mein Ego in die Tonne stopfen? Oder wann ist es vielleicht auch wichtig, dieses Ego nicht ganz zu vernachlässigen? Ja. Und natürlich, wie beziehe ich mich einfach auf diese ganze Situation? War toll. Ich will da jetzt nicht drauf rumreiten oder die Ergebnisse präsentieren, weil es natürlich zum einen sehr persönlich war. Und weil man, glaube ich, um das verstehen oder erfühlen zu können, auch so diese ganzen Herleitungen und auch die Situation verstehen muss. Es ist wirklich eine ganz tolle Atmosphäre gewesen. Ich mag das sehr gerne, diese ja, so wundgelegenen Väter kennenzulernen und zu bemerken, dass sie wirklich auch natürlich ganz viel erlebt haben. Aber die dabei geblieben sind, waren auch alle sehr wertschätzend ihren Ex-Partnerinnen gegenüber. Am Anfang gab es dann ein paar Väter, die ich auch sehr unangenehm empfand, weil die so eine starke, fast schon manichäische Weltsicht entwickelt hatten, wie, ja, wir Väter, wir sind die Geschassten, wir sind die nach hinten Gerückten, wir sind die Verletzten und die Mütter sind eigentlich die Aggressoren. Das stimmt ja einfach überhaupt nicht, also ganz und gar nicht. Und das ist mir natürlich auch wichtig, dort zu bekunden und natürlich auch für mich. So, das war jetzt ein ernstes Thema. Dort oben ist immer noch der Heißluftballon. Ah, ihr könnt ihn immer noch nicht sehen. Unglaublich, wie klein das auf der Kamera aussieht, nicht wahr? Das ist einfach die verzerrende Leistung des Fernsehens. Ist ja genauso wie bei mir. Ich sehe hier immer so wahnsinnig groß aus, ne? Und ich bin auch so wahnsinnig schlau immer im YouTube-Video. Zumindest bilde ich mir das ein. Nein, natürlich nicht. Und wenn man mich dann kennenlernt, dann merkt man, was für ein Hohlkopf. Falls ihr mich also auf der Leipziger Buchmesse am Sonntag seht, dann seid bitte nachsichtig. Ja. Was will ich ansprechen? Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, über das ich noch reden möchte. Ich habe etwa, ich glaube, 15 Minuten schon auf der Kamera. Da könnte noch eine kleine Buchbesprechung her. Übrigens würde ich ganz gerne heute auch den zweiten Teil drehen zu Der Tod in der Literatur. Ich habe auch ein Buch dabei, es steckt in meiner Jackentasche von Joan Didion. Aber zunächst mal zu Pole Poppenspäler.
Von wem ist es denn? Der Schimmelreiter? Na komm, von Theodor Storm, ganz genau. Von einem Realisten, man sagt auch einem poetischen Realisten, ein Deutscher, ein Norddeutscher, ne? Pole Poppenspäler, heißt er eigentlich Paul der Puppenspieler, also es ist schon platt, so richtig schön platt. Ja, Theodor Storm lebte so in der Mitte des 19. Jahrhunderts, will ich jetzt einfach mal ganz grob kategorisieren, nicht wahr? Könnt ihr im Internet natürlich recherchieren. Und Pole Poppenspieler ist eine von mehreren Novellen, die ich gelesen habe. In diesem Band sind, ich glaube, 4 oder 5 Novellen versammelt. So sieht das Buch aus. Ja. Was gibt es dazu zu sagen? Also es ist realistisches Erzählen einer Novelle. Eine Novelle, so habe ich mir wirklich tatsächlich erst gedacht und habe es dann auch nochmal im Internet bestätigt gefunden und auch in diesem Buch selber, in einem ganz kurzen Vorwort. Die Novelle ist definitiv verwandt mit dem Drama, also bezieht sich auf einzelne Szenen, es gibt viele Dialoge, es gibt eine Wandlung innerhalb einer Szene, also eine gewisse hochgejazzte Dramaturgie. Es gibt bestimmende Themen, es geht häufig um die Liebe, es geht um die Treue, es geht um den Tod, um die Kunst, um die Religion, aber alles nicht in einer sehr komplexen, tiefschürfenden Art und Weise, sondern eher in ja, relativ bürgerlichen Kategorien. Vielleicht könnte ich euch ein Beispiel geben. Beim Pole Poppenspäler ist es eben so, dass in ein kleines Städtchen eine reisende Kunstgesellschaft kommt aus Bayern, ja, aus München, was ich ganz nett finde, weil Lisei, das junge Mädchen, bayerisch spricht, bayerisch radebrecht. Also ganz toll finde ich es auch immer wieder, wenn Dialekt eingebaut wird, das ist bei realistischen Erzählungen, Romanen und Novellen so häufig der Fall. Manche sprechen auch platt und manche sprechen sogar sächsisch. Auch das fand ich ganz toll. Ja, denn es sind Puppenspieler, die da aus München ankommen und er hat jetzt eine, man kann nicht sagen, noch keine Liebe, aber es ist doch eine sehr innige Freundschaft, die er eben aufbaut zu Lisei. Das ist die Tochter eben dieser Familie der Puppenspieler. Ja, es kommt zu einigen spannenden Verwicklungen. Sie werden eingeschlossen eines Nachts nach einer Vorführung, bei der man unter anderem auch den Faust, der allerdings ergänzt wird durch einen Kasperl. Auch eine super Idee. Der Kasperl wird dort eingesetzt. Und der Pole hat einfach ein Faible für diesen Kasperl. Ja, und jetzt passiert das, was in diesen Novellen bei Storm häufig passiert. Es gibt einen Zeitsprung. Ja, die beiden sind jetzt älter geworden. Der Paul und die Lisei, sie begegnen sich wieder. Relativ zufällig, aber diese Zufälligkeiten gehören halt zur großen Dramaturgie dazu. In einer anderen Stadt, Jahre später, rettet er sie in einer eiskalten Nacht vor dem Erfrieren. Ja. Und ihr ahnt es vielleicht schon, sie werden sich verlieben, sie werden heiraten. In dieser Geschichte, in dieser Novelle, werden die Bösen dann natürlich auch am Ende bestraft. Die Bösen sind immer sehr leicht zu erkennen daran, dass sie hässlicher sind. Also es gibt hier immer Kitsch und Klischees. Man erkennt auf jeden Fall sofort, was man eben fühlen soll. Über die Kunst, zum Beispiel auch des Puppenspielens, aber generell heißt es an einer Stelle auch mal, die Kunst hat der liebe Gott erschaffen zur Unterhaltung der Bürger. Also es gibt hier ein ganz klar definiertes Kunstverständnis und eigentlich auch ein Menschenbild, das eben im Einklang steht mit den Werten der Gemeinschaft, ja, die Treue, die Familie, die Liebe. An mancher Stelle war das durchaus unterbrochen. Gerade zu Beginn einer Novelle war ich richtig gehend begeistert von diesem stimmungsvollen Bild, das aufgemacht wird. Da ist ein kleines Mädchen in ihrer Villa offenbar alleine, also in der Villa des Vaters. Der Vater hat gerade die Ehefrau, also die Mutter des Mädchens, verloren. Sie ist gestorben. Und dieses kleine Mädchen turnt jetzt eigentlich durch den Eingangsbereich, durch das, ich weiß nicht, das Vestibül und durch das Treppenhaus dieser Villa. Das ist eine märchenhafte, eine entrückte, fast schon postapokalyptische Stimmung in Miniatur, die natürlich nicht ganz so intendiert ist, glaube ich, aber die man so fühlt, weil die Beschreibung so dicht ist und weil die Verlassenheit des Mädchens so groß ist. Und das wird dann auch fortgesetzt. Dieser Mann findet eine neue Frau viel zu jung eigentlich und es entspinnt sich etwas, das wirklich hochliterarisch und grandios sein könnte, nämlich natürlich der Versuch dieser neuen jungen Frau mit ihrem Mann darüber zu reden, dass sie sich als zweite Person empfindet, ja,
dass sie nicht die erste Geige spielt, dass sie den Eindruck hat, sie lebt in einem Totenhaus. Also eigentlich war das für mich so ein bisschen der Ansatz von, na komm, es muss mir einfallen, von, ihr wisst es, ne? Ihr wisst genau, was ich meine. Daphne de Maurier, Rebecca, richtig. So, in die Richtung geht es. Und dann wird es leider aufgelöst in eine relativ triviale, religiöse Findungsgeschichte. Ja, die beiden finden zusammen in der Vorstellung, dass man jetzt ein zweites Kind erzeugen kann. Und das geschieht dann auch. Und dann ist die junge Frau halt auch Mutter und erkennt, dass sie eigentlich darin ihre Wesensbestimmung findet. Sie findet zu ihrer Zufriedenheit. Ja. Sie ist plötzlich gleichberechtigt, weil sie dem Mann eben auch ein Kind schenken kann. Und da merkt ihr, da kippt dieses anfangs einfach so herrlich dichte Stimmungsbild und auch eine Charakterisierung, die ganz wunderbar angelegt ist, so ins Triviale. Und deswegen würde ich sagen, es hat immer wieder ganz tolle Ansätze. Die Erzählweise des Realismus gefällt mir generell sehr gut, weil die einstiegsfreundlich ist. Ne? Du kannst sofort ansetzen. Es gibt ja keine verschachtelten Metaebenen. Die Figuren werden nicht versteckt, werden nicht verzerrt dargestellt, sondern offenbaren sich sofort. Wenn der Realismus also vielleicht auch so eher trivial angelegt ist, dann ist er relativ schnell auch komplett durchschaubar und dann vielleicht auch nicht mehr sehr reizvoll. Und bei Theodor Storm empfand ich das, abgesehen eben von einigen Knackpunkten und interessanten Geschichten, doch als relativ vorhersehbar und konventionell. Also als Affirmation, als Bejahung der gesellschaftlichen Zustände. Und eine Literatur, die nur das tut, die hat natürlich ein großes Problem der Kraft, die sie eben in aller Regel für mich persönlich nicht so hat. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte noch irgendwas Wichtiges sagen, hab's vergessen. Schade. Eine Viertelstunde später ist mir jetzt auch noch eingefallen, was ich zu Theodor Storm noch sagen wollte. Nämlich, dass er eben auch diese novellentypischen Leitmotive hat. Also bestimmte Dinge oder Tiere, die immer wieder auftauchen. Zum Beispiel Schwalben. Und auch die Binnen- und Rahmenhandlung findet man immer wieder. Also das sind relativ typische, eben narratologische Versatzstücke. Die passen einfach zum Realismus, die passen auch zur Novelle. Und da ist mir nochmal eingefallen, dass ich viele Themen im Prinzip wirklich interessant finde, weil sie Bruchstellen der damaligen Konvention und der Gesellschaftsnormen eben auch bereithalten. Zum Beispiel die Liebe oder zumindest den Versuch der Liebe zwischen einem Mitte 40-jährigen Mann und einer ganz jungen Frau, einer 17-Jährigen. Ja, das ist also die Geschichte vielleicht von Goethe in Marienbad, der sich nochmal groß verliebt in eine viel zu junge Frau. Aber das wird schon auch als Problem beschrieben. Also es ist nicht so, dass es jetzt nur eben um dieses Sugar-Daddy-Motiv geht, das hier komplett bejaht wird. Nein, es wird durchaus als Problem auch thematisiert. Aber leider dann im Laufe der Geschichte wird es doch eher konventionell behandelt. Von dem her sind es häufig so im Ansatz richtig tolle Geschichten, die sich aber leider eben in der Affirmation dieser Gesellschaftszustände dann so verlieren. Wisst ihr? Also so tolle Ansatzpunkte, Beobachtungen, Ideen von Theodor Storm, der sagt, hier ist es interessant, hier will ich mal reinleuchten. Aber was er dann daraus macht, finde ich halt häufig einfach nicht befriedigend, ja, weil es das Potenzial sozusagen nicht entfaltet. Zumindest war das mein Eindruck. Deswegen gebe ich dem Buch übrigens 6 von 10 Zementmischanlagen. Gut, dann zeige ich euch auf jeden Fall auch pro forma nochmal das zweite Buch, das ich gelesen habe, nämlich Blaue Stunden, Joanne Didion. Naja, ich habe es gelesen, neben einigen anderen, wie ich ja vorhin gesagt habe, aber dieses Buch möchte ich auch noch ganz gerne kurz ansprechen. Ich weiß, ist ein Vlog, liebe Leute, ist keine Analyse, also es ist einfach nur ein Statement. Aber immerhin filme ich mich nicht dabei, wie ich ein Read With Me mache. Ich filme mich also nicht einfach nur eine Stunde lang, sondern versuche natürlich über die Bücher auch etwas Substanzielles auszusagen. Joanne Didion wurde 1934 geboren in den USA und sie starb 2021, also vor kurzem. Ja, sie ist in den USA bekannt als Essayistin, als Journalistin. In Deutschland wurde sie wahrscheinlich erst durch ihre beiden Erinnerungsbücher bekannt. Vor allem das Jahr des magischen Denkens von 2005, wenn mich nicht alles täuscht. Darin beschrieb sie den Tod ihres Ehemannes. Und in Blaue Stunden legt sie jetzt eben nach, 2011, da ist sie Mitte 70 und sie beschreibt jetzt den Tod ihrer Tochter. Das musste natürlich erstmal sacken lassen. Sie hat ihren Ehemann verloren und sie hat ihre Tochter verloren und sie ist, auch wenn sie viele Freunde hat, auch wenn sie sehr viele Bekannte hat, auch wenn sie ein Teil der Kulturszene der Vereinigten Staaten ist, sie ist doch wirklich
in gewisser Hinsicht Mutterseelen alleine. Sie ist verlassen, sie ist eine Hinterbliebene. Ja? Und sie trauert. Sie trauert natürlich auf der einen Seite, es ist also das Buch der Erinnerung. Es ist das Buch der Liebe, das Buch der verlorenen Liebe, das Buch der Erinnerung an die Liebe. Also ein Buch des Erinnerns, der Vergänglichkeit, was bleibt, woran erinnern wir uns und erinnern sich vielleicht auch andere daran oder wird das Erinnern nicht irgendwann zu einer vollkommen singulären Sache, wenn du dich auch nicht mit jemandem an jemanden erinnern kannst. Also es ist wirklich teilweise sehr schmerzhaft, dieses Buch zu lesen. Es ist allerdings nicht nur ein Memoir, sondern es ist, und da hat mich dieses Buch am meisten gecatcht, die Darstellung, die Schilderung des Lebens einer älteren Frau, die darunter leidet, dass sie eben älter und schwächer wird. Sie hat Angst vor Krankheiten. Sie hat Angst vor einem schmerzhaften Tod, zum Beispiel vor Krebs oder vor einem Aneurysma, das vielleicht aufplatzt, aber nicht zum Tod, sondern nur zur Behinderung führt. Das sind Gedanken, die sie hat und die man in diesem Buch eben auch lesen und ertragen muss. Und dieses Memoir, also die Erinnerung, das Thema rund um ihre Tochter, um ihre Adoptivtochter Quintana, das kleidet sie in sehr vage Sätze. Vielleicht ist der Hintergedanke da eben zum Teil auch die Pietät, dass man nicht alles preisgeben möchte. Vielleicht ist es aber auch eine gar nicht mögliche Auseinandersetzung mit einem Menschen, den du so sehr geliebt hast und der jetzt einfach nicht mehr da ist. Ich weiß nicht, wie man das literarisch verarbeitet, aber sie macht das zum Beispiel durch sehr viele Fragen, durch eine Selbstbefragung. Also nach der Manier, habe ich alles richtig gemacht oder gab es Stellen, gab es Momente, in denen ich anders hätte reagieren müssen? Sie macht das auch, indem sich wie Lauffeuer bestimmte Zitate durch mehrere Kapitel ziehen. Sätze, Aussprüche, die Quintana, ihre Tochter oder ihr Ehemann oder sie selbst getätigt hat. Ja? Und die vielleicht dadurch so eine anhaltende Wucht auch zeigen. Also der niemals beendete Vorgang der Reflexion. Wenn jemand stirbt, gibt es keinen Neuanfang. Diese Menschen hinterlassen eine Wunde, die sich nicht schließt. Ja, das ist jetzt natürlich auch ein Gemeinplatz. Und ja, die Erinnerung fand ich sehr, sehr mitreißend, aber letztlich führte diese Wahrheit bei mir nicht dazu, dass ich jetzt verstanden habe, wer die Tochter war und wie sich das entwickelt hat. Deswegen war für mich dominierend einfach die Ebene der Darstellung dieser alten Frau und wie sie natürlich ihr sehr privilegiertes Leben schildert. Ja, sie ist reich gewesen, schon immer. Sie war immer mit Künstlern unterwegs. Bei der Beerdigung von Quintana sang zum Beispiel Patti Smith, ja. Sie war im Chelsea Hotel, sie war auch in Kalifornien, da hat sie auch gewohnt, sie sind viel gereist. Und sie verbindet das sehr Persönliche, die Erinnerung an die Jahrzehnte, als Quintana ein Mädchen war, das verbindet sie mit politischen Wegmarken. Zum Beispiel mit der Kuba-Krise oder mit dem Vietnamkrieg. Und darin zeigt sich auch John Didions Heimatprosa als Journalistin. Ja? Denn diese Essays, wo sie das Individuelle mit dem Politischen verbindet, die gleiten so richtig gekonnt vor sich hin. Das ist immer die wunderschöne Verankerung des Persönlichen im Allgemeinen. Und wenn ich dann darüber nachdenke, dass die Menschen, die das auch erlebt haben, allmählich sterben, dann hat auch das natürlich eine zutiefst melancholische Note. Also für uns ist es heute selbstverständlich. Also viele von euch werden wie ich den 11. September in Erinnerung behalten. Aber in einer nicht allzu fernen Zukunft wird es nur noch wenige Menschen geben, die da schon gelebt haben. Und allmählich zu bemerken, dass das Politische auch wegstirbt, ist natürlich ein frappierender und mit Sicherheit auch bestürzender Vorgang, den John Didion aber nicht ja, sentimental fasst, sondern relativ gefasst. Also ich hatte schon den Eindruck, dass diese Frau darum bemüht ist, eine Stärke und Stabilität auch im hohen Alter zu finden. Ja? Manche essayistische Passage fällt so ein bisschen raus, wenn sie über die Jugend damals wie heute schreibt. Aber andererseits lockert das diesen so, ja, natürlich auch schweren und bedrückenden Text auf. Von dem her ein Buch, das ich überhaupt nicht bewerten möchte. Eines, das mir gut gefallen hat, auch wenn ich den Stil, die Sprache nicht besonders mochte. Ich aber verstehen kann, warum sie diese Sprache wählt. Und ich werde das andere bekannte Buch, das Jahr des magischen Denkens, auch noch lesen. Ich gehe nach Hause. Alle Leute gucken jetzt.